Hallo meine lieben Thermi-Freunde, da bin ich schon wieder. Heute machen wir mal Fleischpflanzerl zusammen. Bei uns heißt es Fleischküchle, bei vielen heißt es Fleischpflanzerl oder Frikadellen. Also wir machen Fleischküchle, so wie es bei uns heißt. Und zwar ist das ein Wunschrezept. Mich haben ganz viele angeschrieben auf Facebook, die diese Form bei mir bestellt haben, nachdem ich den Pfirsich-Streuselkuchen verfilmt habe, haben den ganz viele den Ofenzauberer bei mir bestellt und haben mich jetzt angeschrieben, liebe Thermi Manu, bitte mach weitere Videos mit dieser Form. Wir haben jetzt die Form gekauft und wissen nicht, was man noch alles damit machen kann. Ihr könnt in der Form wirklich nicht nur Kuchen machen und darum machen wir heute mal Fleischküchle in diesem Ofenzauberer. Da machen wir jetzt die Fleischküchle, den Teig, das mischen wir uns, Teig sage ich schon, die Masse, mischen wir uns im Thermi an und dann geben wir sie da rein und dann machen wir sie im Backofen. Also, wir fangen jetzt an. Wir geben als erstes eine Zwiebel halbiert und eine Knoblauchzehe in den Mixtopf. Die wird jetzt zerkleinert. 3 Sekunden auf der Stufe 5. Das Ganze schieben wir jetzt nach unten. Oh, ich muss weinen. Oh, jetzt geben wir dazu 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Jetzt kommt dazu, ich habe es mal schon wieder alles hergerichtet, und zwar ein Ei, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Majoran, 1 Teelöffel Senf. Und zum Schluss gibt man noch 40 Gramm Paniermehl dazu. Und das Ganze vermischen wir jetzt richtig schön. Und zwar 2,5 Minuten, dass sich's auch richtig schön vermischt. 2,5 Minuten auf der Stufe 1. So, die Masse ist jetzt gut verrührt. Mal darüber. Jetzt. Ich gebe mir die Masse jetzt raus, dann kann ich es besser rausnehmen zum Formen. So, jetzt. Jetzt nehme ich mir so kleine Häufchen und mache mir schöne Kugeln zuerst. Dann forme ich sie mir zu schöne Fleischküchle, Pflanzerl oder wie ihr sagt. So, das mache ich jetzt mit alle und mache meinen Ofenzauberer schön voll. Mein Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Ja, ich forme sie jetzt schnell und dann hole ich euch nochmal dazu. So, jetzt habe ich genau 7 Stück habe ich rausgebracht, die habe ich jetzt schön reingelegt. Die Form habe ich mit dem Backtrennmittel, habe ich sie eingepinselt. Es kommt jetzt kein Öl und kein Butter und nichts dazu. Das schiebe ich jetzt in meinem vorgeheizten Ofen. Wenn sie dann fertig sind, hole ich euch nochmal dazu und zeige sie euch. Wie lange ich sie drin lasse, das sage ich euch dann danach. Da sage ich euch dann ganz genau, wie lange ich sie drin gehabt habe. Also, bis später! So, meine Fleischküchle sind jetzt fertig. Schaut mal, wie die jetzt schön ausschauen hier. Was da noch an Öl rausgelaufen ist, man glaubt es nicht. Ich habe wirklich nichts dazugegeben. Bei mir gibt es jetzt noch Kartoffeln dazu und meine Rahmsoße, wo ich im Thermi gemacht habe. Die habe ich ja auch schon verfilmt.
Die habe ich mir jetzt im Topf nochmal warm gemacht. Ich hoffe, euch hat mein Filmchen gefallen. Es kommt noch mehr mit dem Ofenzauberer, dass ihr mal seht, was man da noch alles darin machen kann. Dann verabschiede ich mich auch schon. Meine Kartoffeln, die bimmeln gleich, sind gleich fertig. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Manu.